gab natürlich sehr viele gute Veranstaltungen, aber ich würde sagen, jetzt in letzter Zeit war es definitiv die beste. In 2019 war es bis jetzt die beste Amazon-Veranstaltung, die ich besucht habe. Also für mich war es definitiv die beste Amazon-Veranstaltung. Es war die beste Private-Label-Veranstaltung bisher. Also das Seller Barcamp war auf jeden Fall die beste Amazon-Veranstaltung. Und ich würde es jedem empfehlen, beim nächsten Mal dabei zu sein, wenn ihr dieses Mal noch nicht dabei wart. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag, der da lautet Bewertungen, der Nummer 1 Faktor bei Amazon. Ich selber bin von AMZ Tigers, also einer von den Sponsoren her. Trotzdem wird das Ganze hier kein Pitch werden, sondern ich möchte euch einfach mal zeigen, wie es wir selber gemacht haben, was es für Möglichkeiten gibt und vielleicht auch kurz auf die rechtliche Situation eingehen, die für den einen oder anderen ja immer so im Hinterkopf rumschwirrt. In Europa wird das ganze Thema ein bisschen heiß gekocht. Wir waren am 6. Dezember letzten Jahres in Bangkok auf der Asia-Seller-Tagung und da hat Amazon selber den Vortrag gehalten über das Thema Bewertungen. Da stand an der Tafel ganz groß, Reviews are vital, boosting every Amazon metric. Also Bewertungen sind lebensnotwendig und die boosten jede Metrik, jeden Algorithmus. Und dann kam Amazon und hat Tipps gegeben, wie man am besten an diese Bewertungen rankommt. Wir hier in Europa haben die gleiche Problematik wie die Asiaten. Wir kommen nämlich kaum an Bewertungen ran und wenn wir an Bewertungen rankommen, dann sind es häufig negative, die wir natürlich nicht haben wollen. Und wenn ich hier auf diesen Tagungen spreche und auf der Toilette bin und dann werde ich immer wieder angesprochen, weil ich ja mein T-Shirt anhabe, wie macht denn ihr eigentlich das mit den Bewertungen? Dann sage ich, es ist ganz einfach, wir verkaufen Bewertungen, so hart wie es sich anhört. Es gibt natürlich auch andere Methoden, wie ihr an Bewertungen rankommt. Der eine oder andere, der hat mich vorletztes Wochenende in Prag gesehen und da kam zu uns jemand an den Stand und hat gesagt, ich habe eine ganz innovative Methode, wie ich an Bewertungen rankomme. Ich übernachte jeden Tag bei Airbnb woanders und mein Gastgeber, der muss dann mein Produkt nehmen, kostenlos, damit bin ich nicht richtlinienkonform, nur mal so als Hinweis, und gibt mir dann eine positive Bewertung. Ist natürlich eine Möglichkeit, aber es ist logistisch extrem aufwendig. Und es ist natürlich nicht die Methode, die wir letztendlich empfehlen, weil jeden Tag woanders, ich glaube, der hat gar keine Wohnung, weil sonst könnte er gar keine Bewertungen aufbauen, wenn er jeden Tag woanders wohnen muss. Wenn wir über das Thema Ranking bei Amazon reden, und dafür spielt das Thema Bewertung ja eine ganz, ganz große Rolle. Nicht nur das Thema Bewertungen, sondern auch das Thema Sales. Dann habe ich, und ich habe es auch heute schon in den Fragestellungen und hier in den Vorträgen gehört, immer wieder die Antwort, ja, wir brauchen Amazon SEO. Wir müssen die Titel optimieren, die Bilder müssen fantastisch sein, meine Beschreibung muss passen, da müssen alle Keywörter drin sein. Sage ich, ist okay. Das macht 10% eures Erfolges aus. Und es ist die Pflicht. Jeder muss das haben und wer das nicht hat, der braucht als Seller Eis gar nicht anzutreten. Aber die Frage ist doch, wie komme ich von Position oder von Seite 10 auf Position 10? Was sind denn da die Ranking-Faktoren? Und das sind nun mal Bewertungen und Verkäufe. Und wenn ihr euch eure eigene Kategorie anschaut und seht, wer da vorne steht als Bestseller, oder als Amazons Choice oder in den Top 3, Top 5, dann könnt ihr runterzählen. Der erste hat die meisten Bewertungen, vorausgesetzt der Schnitt passt auch. Der zweite hat die zweitmeiste, der dritte hat die drittmeisten. Und die Frage ist ja nur, wie komme ich da hin und wie haben die bekommen? Weil der eine oder andere hat auch ein Produkt, das ist ein bisschen problematisch. Der verkauft Supplements, der verkauft Kosmetik, der verkauft im Bereich Sex. Und er bekommt keine guten Bewertungen, weil derjenige, der das Abnehmmittel verkauft, das Problem hat, dass nach 2 Wochen noch nicht abgenommen wird, weil jeden Tag die Pizza reingefuttert wird und dann kommt die negative Bewertung und die ist eher kontraproduktiv. Oder derjenige, wir sagen immer ganz gerne Pimmelbooster dazu, der eine Nahrungsergänzung für die Potenzsteigerung verkauft und da tut sich nichts. Und ich bin jetzt 52, da muss man ein bisschen härter zulangen von den Mitteln.
Ja, ist so. Dann kommt die negative Bewertung, weil sich da nichts tut. Und bei uns haben wir eben die Möglichkeit, auch denen zu helfen, die genau diese Problematik haben. Wir haben das Ganze ausprobiert, weil es ist immer schön, darüber einfach zu quatschen, in genau diesen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe. Wir haben einen Fettburner auf den Markt gebracht. Wir haben ein Anti-Aging-Produkt, eine Creme auf den Markt gebracht. Ich teste es alles. Und wir haben den Pimmelbooster auf den Markt gebracht. Und alle drei Produkte haben wir auf Teufel komm raus mit Bewertungen versorgt. Auf Teufel komm raus heißt, wir haben in 3 Monaten 300 Bewertungen da drauf geschossen, um einfach mal zu gucken, wann sperrt uns Amazon, wann gibt es Ärger. Ich kann euch versprechen, und ich habe es hier live dabei, das Einzige, was passiert ist, ist, dass wir in diesen 3 Kategorien jetzt Bestseller sind und tagesaktuell, ich schaue in meine App, ich habe es gerade hier Kunden von mir gezeigt, 167.000 Euro Monatsumsatz gemacht haben mit den 3 Produkten. Das ist unser Nebenjob gewesen, um einfach mal zu zeigen, wie das ganze Thema funktioniert in der Praxis. Und ich kann euch versprechen, ich würde heute nicht hier stehen, wenn es Ärger gegeben hätte. Wir haben knapp 1.000 Bewertungen auf diese 3 Produkte geschossen. Wir machen 167.000 Euro Umsatz damit. Gewinn kann ich euch auch sagen, in 2 Wochen knapp 45.000 Euro. Es ist super lukrativ gewesen und wir haben keinerlei Ärger mit Amazon bekommen. Wie funktioniert es? Wir haben eine Plattform, wir haben eine geschlossene Benutzergruppe. Da sind an die 35.000 Tester in Deutschland drinnen. Europaweit haben wir nochmal ca. 30.000. Das heißt, wir können das Ganze auch in Pan-EU. Und an die gehen die Aufträge. Die kaufen das Produkt bei euch zu 100%, kriegen das auch zu 100% zurück. Das heißt, wir nennen das Ganze Cashback-Methode. Ihr lasst euer Produkt umsonst bei denen, die schreiben eine Bewertung. Die Bewertung ist so, dass ihr damit zufrieden sein werdet. Das heißt, das, was ihr von anderen kennt, ich sage es mal ganz offen, wir sind hier im Barcamp, dass da auch mal ein echter Test stattfindet, ist bei uns eher weniger so. Das heißt, wir suchen für euch letztendlich die Tester raus, die euer Produkt genauso lieben, wie ihr es selbst liebt und es dementsprechend auch bewerten. Und dann habe ich die Chance, hier ganz, ganz schnell, ganz, ganz weit nach vorne zu kommen und ganz, ganz, ganz viel Geld zu verdienen. Und das ist eine Methode, die ich wirklich jedem empfehlen kann, der nicht nur 2.000 Euro im Monat umsetzen möchte, der nicht damit zufrieden ist, wenn er auf Seite 3 oder Seite 4 in seiner Kategorie oder zu seinem Suchwort steht, sondern der wirklich Erfolg auf Amazon haben möchte, der wie ein Unternehmer denkt und auch genau wie ein Unternehmer letztendlich dann auch handelt. Da kommt die erste Frage. Ja. Aber fällt das nicht auf, wenn eure Tester andauernd bewerten und der normale Durchschnittskäufer bei Amazon bewertet, also keine Ahnung, 100 Käufen und eure Tester bewerten andauernd, das muss doch Amazon auffallen. Genau, das kann Amazon auffallen und genau daran arbeiten wir auch oder haben auch gearbeitet. Das heißt, unsere Tester haben ein Limit, das ist im Moment 9 im Monat und mehr Tests können die nicht machen. Und damit, denke ich, sind wir im Moment noch im unauffälligen Bereich und die Praxis nach wie vor gibt uns auch recht. Darüber hinaus kommen jeden Tag 300-400 neue Tester dazu. Liegt einfach daran, weil wir selber aus dem Bereich SEO kommen. Wenn ihr heute mal Produkttester oder Tester werden oder Produkttester werden oder Amazon-Tester werden eingibt, dann kommen wir so im schlechtesten Fall auf Position 2. Und darüber kommen dann eine ganze Menge an Anmeldungen einfach rein. Das heißt, wir haben eine Menge frisches Blut drinnen, die nicht verbrannt sind und die sich nicht tot testen können. Nicht über euch, aber wenn die selber noch ihre eigenen Dinger, die sie selber bestellt haben, noch... Genau, das ist eine Problematik, die wir generell im Markt haben. Die Power-Tester, die der Meinung sind, damit ihre Familie ernähren zu müssen, die melden sich bei uns an, machen 9, die melden sich beim Wettbewerber an, der eine oder andere sitzt ja hier auch, machen da ihre 9 und. Und dann haben die plötzlich 50 Käufe, 50 Bewertungen, 50 mal 5 Sterne abgegeben und das machen sie genau 5 Wochen und dann machen sie gar nichts mehr, weil sie dann von Amazon gesperrt sind. Und das ist das, was euch an Händlern dann ab und an passieren kann, dass bei euch eine Bewertung gelöscht wird,
Nicht, weil wir uns zu blöd angestellt haben, sondern weil wir so einen Power-Tester drin haben, der gerade von Amazon gesperrt worden ist und dessen komplette Historie dann gelöscht worden ist an Bewertungen. Egal, ob er die gestern abgegeben hat oder vor 5 Jahren, weil sie echt war. Da hinten war noch eine Frage. Genau, die Cashback-Methode läuft komplett über uns. Das heißt, ihr braucht da keinerlei Kontakt mit den Testern zu haben, nicht eine externe Abwicklung, sondern wir stellen euch am Anfang die Rechnung über euer eigenes Produkt, geben es intern weiter, geben es an die Tester, die kaufen wiederum bei euch ganz normal über Girokonto oder über die Kreditkarte, sodass es komplett unauffällig ist. Was ist, wenn die Tester danach das Produkt wieder zurückstellen, dann müssen wir wieder... Genau, dann sind sie kriminell, da kümmern wir uns auch drum. Übrigens, bei solchen Geschichten, auch wenn mal eine Bewertung gelöscht wird, gibt es bei uns Ersatz. Das heißt, wir garantieren die Bewertungen. Wir haben nicht irgendwie eine Quote, 60% ist gut, oder wir haben auch nicht ein Zeitproblem, ihr kauft 10 und kriegt 2 im Monat, obwohl ihr 10 eigentlich haben wolltet, sondern wir kriegen es super fix durch. Wir haben das Ganze logistisch im Griff. Wir haben hier hinten der große Mann mit der Glatze aus Salzburg, einer unserer Kunden der ersten Stunde. Und ich habe gerade mit ihm gesprochen und er sagte zu mir, naja, am Anfang ist da schon einiges schiefgelaufen. Ja, ist auch so, letztes Jahr. Aber ich sage mal gerne drauf, bei Microsoft läuft seit 45 Jahren was schief und wir nutzen es trotzdem in der Masse. Das heißt, wir haben immer wieder kleine Schwierigkeiten, wir arbeiten dran, wir werden jeden Tag besser, wir arbeiten Tag und Nacht daran mit mittlerweile 22 Mann. Wir haben das, glaube ich, sehr, sehr gut im Griff. Und ich habe gerade auch mal nachgeschaut, die Dame mit den Sexspielzeugen ist jetzt nicht da in meinem Vortrag, schade. Wir haben dieses Jahr 86.400 Bewertungen geschrieben, ohne Ärger, nur mit viel Spaß für unsere Kunden. Ja. Ja. Genau, bei uns ist immer 100% Quote, das heißt, wird die Bewertung gelöscht, ersetzen wir die. Einzige Bedingung ist, das Produkt muss nochmal raus, weil sonst haben wir keinen verifizierten Verkauf. Genau, der Verkäufer muss nochmal hier das Produkt für umsonst rausschicken. Ja. Nee, wir haften nicht. Das Thema Accountsperre kommt immer wieder. In den letzten 5 Jahren, kann ich dazu nur sagen, gab es keine Account- oder Produktsperrung, weder bei uns noch bei unseren Wettbewerbern. Es gab keine. Und wir hatten die Accountsperrung in unserem eigenen Account dieses Jahr auf Teufel komm raus provozieren wollen. Auch da ist nichts passiert. Wir waren Anfang Januar gesperrt tatsächlich, Verstoß gegen die Health Claims mit unserem Abnehmprodukt, aber nicht wegen den Bewertungen. Nein, wir sind nicht regelkonform. Wir verstoßen hier gegen die Regeln von Amazon. Es ist übrigens so, ich war heute früh, wie ich hierher gefahren bin, bei McDonald's auf der Toilette, ohne einen Burger zu kaufen. Auch da war ich nicht regelkonform, weil eigentlich auf die Toilette nur die dürfen, die da auch was kaufen. Also wir müssen als Unternehmer schon abwägen, was trauen wir uns. Wir können The German Angst spielen, wir können unser Mäuschen machen, wir können mit 2.000 Euro im Monat nach Hause gehen mit unserem Produkt, weil wir auf Seite 3 stehen und darüber glücklich sind. Wir hatten vorher 1.800 über AdWords eingesetzt, über, ihr wisst schon, was ich meine, Amazon Ads. Und gucken, ob es nächstes Jahr besser wird. Oder ich kann sagen, ich bewege mich in die Grauzone, ich bewege mich an den Rand des Legalen und riskiere es. Die Praxis zeigt, in den letzten 5 Jahren gab es keinen Ärger. Wie es morgen ist, weiß ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber super gering, dass irgendwas passiert. Warum? Weil es Amazons Geschäftsmodell ist. Wenn wir 167.000 Euro machen, dann wisst ihr selber, wie viel Amazon daran verdient hat. Mehr als an denen, die 2.000 gemacht haben. Ja? Die kriegen in der Regel nur das Produkt. Ausnahme, wir haben ein sehr unattraktives Produkt, dann versuchen wir dagegen zu sponsern, um Geschwindigkeit zu halten.
Wir schauen immer, dass ihr eure Bestellungen so schnell wie möglich durchbekommt, dass ihr euren Erfolg bekommt. Und den bekomme ich, ganz ehrlich gesagt, wenn ich das 35. Abnehmmittel habe, nicht. Wenn ich dem Tester aber dafür noch eine Aufwandsentschädigung gebe, mehr ist es nicht, dann schaut das Spiel schon ganz anders aus. Ja, er hat noch nichts gefragt. Zwischen 10 und 15 Euro pro Bewertung, also es ist bezahlbar. Es hängt so ein bisschen von der Masse ab, die ihr bestellt, also an Bewertungen. Klar, eine kostet mehr als 1.000 und es ist auch ein bisschen abhängig. Der Fettburner kostet 15 Euro, vielleicht sogar 17,50, wenn ihr Geschwindigkeit reinbekommen wollt. Wir haben ganz tolle Aktentaschen im Moment zum Beispiel aus Leder. Da sind wir bei 10 Euro, weil die jeder haben will, ganz ehrlich. Also die Bewertungen haben natürlich letztendlich zwei Auswirkungen. Das eine ist das Thema Ranking, über das wir die ganze Zeit geredet haben. Das andere ist natürlich das Thema Trust und damit letztendlich Conversion. Es ist einfach so, wenn ich hier 100 Bewertungen habe, die relativ gut sind, habe ich ein anderes Standing als auf der gleichen Position und ich habe da 3 Bewertungen drauf und da ist vielleicht eine noch negativ. Das weiß ich nicht, ob der Markt dadurch größer wird. Die Kennzahlen kenne ich nicht. Letztendlich ist es aber doch so, wenn ein Vertrauen zu einer gewissen Kategorie vorhanden ist, das war wie der Wechsel vom Pferd auf das Auto. Kaiser Wilhelm II. Hat damals gesagt, ich glaube nicht an das Auto, wir werden auch in 100 Jahren noch Pferde reiten. Der lag falsch. Und jeder kennt den Ausspruch von Bill Gates 1984, der das eigentlich gesagt hat, ich glaube, eine unglaublich kleine Speicherkapazität sei ausreichend, auch der lag falsch. Der Markt wächst definitiv mit dem Vertrauen und letztendlich auch mit dem Erfolg. Also wir gehen immer davon aus, dass eure Produkte auch okay sind. Ne? Wenn das Produkt unterirdisch ist, dann helfen auch die Bewertungen nicht. Die helfen zwar, um nach vorne zu kommen, aber die helfen nicht, um Absätze zu machen, um den Käufer noch ein zweites Mal zu bekommen, um ein Abo-Modell zu bekommen, um jemanden dauerhaft als Kunden zu binden. Wenn das Produkt schlecht ist, einmal nach vorne und wieder weg. Wenn das Produkt gut ist, dauerhafter Erfolg. Also ich habe nicht gesagt, dass unser Fettburner nicht hilft. Ich habe das Thema gerade gehabt. Ich sage es einfach mal so, weil nur eine Frau im Raum ist. Nee, zwei. Ich nehm unsere ganzen Produkte ja selber. Du musst sofort aufs Klo. Und es ist durchaus ein Effekt und den setzt der andere durchaus auch als positiv ein. Letztendlich, wir wissen, dass ein Fettburner oder Ähnliches nur hilft, wenn die Ernährung auch dazu stimmt. Und wenn die Ernährung nicht stimmt, kann ich da so starke Wirkmittel reinmachen, wie ich möchte. Wir haben noch Zeit. Die Dame in der ersten Reihe. Ja. Habt ihr Erfahrungen mit Bewertungen von Freunden oder Bekannten? Oder wie sieht Amazon das? Ja, ich sage mal danke für die Frage. Es ist tatsächlich so ein Thema. Family and Friends läuft in der Regel schief. Jeder versucht natürlich am Anfang erst einmal seine Bekannten dazu zu überzeugen oder auch das Produkt dorthin zu verteilen, mehr oder weniger, um dort eine Bewertung zu bekommen. Das Problem ist, war dieser Bekannte, dieses Familienmitglied bereits im gleichen WLAN aktiv oder hat früher schon mal bestellt, wird er meistens gesperrt, die Bewertung wird weggenommen und ihr bekommt möglicherweise sogar eine Verwarnung von Amazon. Also es ist nicht der Königsweg, auch wenn jeder denkt, das ist das Erste. Warte mal, er hier? Wenn ich jetzt ein bisschen übertreibe, sag ich mal, ich habe eine Bewertung im Monat, wird das Produkt gesperrt oder wird der Account gesperrt? Das kann ich nicht sagen, weil wir den Fall noch nicht hatten. Das ist genau das, was wir die letzten 5 Jahre noch nicht hatten. Wir haben Kunden, die übertreiben gewaltig aus meiner Sicht. Die sind auch die Marktführer hier in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa, in sehr, sehr umsatzstarken Kategorien.
Und denen passiert definitiv seit Jahren nichts. Ich kenne zwar den einen oder anderen, auch von unseren Kunden, der schon mal eine schriftliche, also E-Mail-Warnung von Amazon bekommen hat, aber ich kenne tatsächlich keinen, der schon die zweite bekommen hat. Und ihr müsst drei bekommen, bevor ihr eine Sperre bekommt. Da war, glaube ich, noch nicht. Das ist richtig. Die Marke AMZ Tigers gibt es jetzt seit Oktober letzten Jahres. Seitdem, glaube ich, sind wir vom Output her trotzdem schon der Marktführer, einfach weil es bei uns funktioniert. Und wir haben natürlich aus der Historie, wir sind auch das alte Goldstar-Marketing, das kennt der eine oder andere, durchaus Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt, die wir hier mit einbringen. Ich glaube, hier war noch der Herr, nein, da hinten. Ein bisschen lauter. 20 Bewertungen mit was? Gleiche Region heißt in Deutschland die gleiche Region, das gleiche Bundesland oder was? Ich komme mal ein bisschen näher, weil ich es nicht verstehe. Die wollen jetzt in der Kleinstadt. Ja. Wenn ich jetzt aus der Kleinstadt 20 Bewertungen bekomme, aber die waren nicht in meinem WLAN drin, kann da was passieren? Wenn sie nicht in deinem WLAN drinnen sind, ich weiß es nicht, ob Amazon das tracken kann. Ich hätte mal gesagt, ich würde es nicht machen. Mir wäre es zu gefährlich. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie klein die Stadt ist. Wenn sie 50.000 Einwohner hat, möglicherweise nicht. Wenn ihr möglicherweise noch ein regionales Ladengeschäft dazu habt, das ähnliche Produkte vertreibt oder genau dieses Produkt, könnte man es riskieren. Jo. Ja. Würde das schon ausreichen, auch wenn ein Ranking hochzukommen? Ja, generell schon. Also die Fragen sind nicht abgesprochen. Ist keine Mitarbeiterin von uns. Generell ist es natürlich wirklich so, habe ich keine Verkäufe am Anfang, habe ich ein Problem mit meinem Ranking, unabhängig jetzt mal von den Bewertungen. Das heißt, wenn ich ein Produkt launche, und das ist eigentlich der zweite Service, den wir auch bei AMZ Tigers anbieten, dann brauche ich eine Sales-Kampagne, um Amazon erstmal zu zeigen, da scheint ein richtig geiles Produkt im Markt zu sein, nehmt mich mal von Seite 10 auf Position 10 nach vorne. Und dann arbeite ich begleitend mit den Bewertungen weiter, um die restlichen Plätze noch ganz in die Top 3 reinzubekommen. Wenn ich das Ganze mit Family und Friends mache, halte ich es nach wie vor für problematisch unter dem gleichen Gesichtspunkt, wenn die schon mal im gleichen WLAN waren oder schon mal gekauft haben, weil es nämlich nicht euer erstes Produkt ist, sondern das zweite oder das dritte oder das vierte. Also ich würde das Thema Family und Friends wirklich weglassen, weil es da nachweislich Ärger gab. Warte mal, er war, glaube ich, noch mit dem blauen Hemd. Ja, das ist genau richtig. Also wir hatten auch in der Vergangenheit immer wieder Kunden, die trotz unserer Warnung ein Produkt neu gelauncht hatten und praktisch null organische Verkäufe hatten. Und jetzt kaufen die bei uns 50 Bewertungen und ballern die auf Teufel komm raus da drauf. Die Folge war meistens, dass 25 davon gelöscht worden sind, also in etwa die Hälfte, und es im Ranking eher langsamer voranging, als wenn ich es anders und moderat mache. Also die Bewertungsrate auch im Launch sollte keinesfalls über 20% sein. Und habe ich keine organischen Verkäufe, dann muss ich mir erstmal welche schaffen, um dann flankierend Bewertungen dazu zu schreiben. Sonst geht es in der Regel schief. Ja. Was kostet die Sales-Kampagnen? Die Sales-Kampagnen sind bei uns super, super günstig. Die kosten nämlich zwischen nichts und 3 Euro pro Sale. Nichts, wenn wir den Klassiker machen mit Coupons. 3 Euro, wenn wir Cashback machen. Das heißt, wir haben auch in den Sales-Kampagnen Cashback. Das heißt, das, was ihr als Rabatt gebt, geben wir intern weiter an die Käufer. Rechnen es euch natürlich vorher drauf in eurer Rechnung. Und der Käufer kauft dann ganz normal zu 100% ohne Einsatz eines Coupons oder eines sonstigen Rabattes.
Das heißt, hier habe ich natürlich dann auch die stärkste Wirkung. Kurze Sache, wenn ihr eine Frage habt, ich habe hier den Kollegen gebeten, euch das Mikro in die Hand zu drücken, wenn ihr eine Frage habt, weil der Ton ist ansonsten relativ schlecht im Mitschnitt. Na, also meldet euch kurz, dann kriegt das Mikro und dann könnt ihr eine Frage stellen. Ja, und mal er von der CDU hier nochmal. Passt. Tatsächlich habe ich euch auch schon mitgenutzt, aber für die Coupon-Geschichte, nicht für die 3 Euro oder 3,50 Euro waren es, glaube ich, dann mit dem Cashback, 3. Und ich muss sagen, wenn darüber die Coupons eingelöst wurden, wenn über euch verkauft wurde, bin ich im Ranking nach unten gerutscht. Automatisch, weil halt Couponverkauf. Es ist eine Beisteuerung, egal ob ich es jetzt frei in irgendeine Gruppe geschickt hätte, das weiß ich, aber habt ihr da eine Lösung dagegen? Wir kommen aus dem SEO-Bereich. Wenn ich eine SEO-Kampagne bei Google fahre und ich gebe Backlinks drauf, beginnt der sogenannte Google Dance. Ich habe ja gehört, der ein oder andere ist ja auch aus der SEO-Branche. Das heißt, ich kann hier tatsächlich erstmal zurückgenommen werden und wieder gekommen und wieder zu kommen. Die Frage ist, bist du wieder gekommen? Ja, aber so meinte ich es nicht, aber... runtergerutscht, ja. Weil ich bin teilweise wieder runtergerutscht und sobald halt Verkäufe wieder drauf waren, deswegen konnte ich es ziemlich genau tracken, weil gerade im Launch hat man natürlich das eine Produkt auf, schaut die ganze Zeit immer drauf und sieht dann halt genau, okay, wie viele bei euch habe ich verkauft. Ich habe ein Tageslimit von 10 reingesetzt, das finde ich ganz cool, dass man Limits reinsetzen kann und habe halt gesehen, okay, da kamen 2, 3 davon, weiß ja dann auch, wie viele andere habe ich noch gemacht und bin halt runtergesaust, um je nach Kategorie halt ein paar Tausend auf blöd und dann wieder hochgekommen. Ja, dann also, müsste man da vielleicht mal in die nähere Diskussion einsteigen, vielleicht auch gerne mal danach, weil wenn mehrere Kampagnen gleichzeitig gefahren sind mit möglicherweise verschiedenen Anbietern, da muss man mal gucken, ob das richtig zusammengepasst hat einfach. Das waren gar nicht so viele andere Kampagnen. Also ihr seid die einzigen gewesen, wo ich Coupons geschalten habe. Und der Rest war mehr oder weniger organisch. Ja, ja. Genau. So. Kann man bei der Sales-Kampagne auch Keywords mitgeben? Ja, das ist bei uns der Keyword-Boost. Da wird immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich der Keyword-Boost bei euch? Das heißt, der Kunde kommt hier nicht über klassische Filter-URL, sondern er gibt das Keyword ein, Fatburner, kriegt das Produkt aufgeblendet, dann steht dort, ist jetzt auf Seite 3 möglicherweise, dann geht er hin, gibt in den Suchschlitz Fatburner ein, geht auf Seite 3, kauft. Okay, und das kann ich vorher bei euch im Backend, kann ich dieses Keyword eingeben, was der... Genau, okay. Ja, das können wir auch in den Bewertungskampagnen machen, da bitte aber Handeingabe und im Einzelfall. Ich hätte noch eine Frage, woher habt ihr diese 35.000 Amazon-Accounts und wie habt ihr die gewonnen? Ich habe das vorhin schon mal kurz beantwortet. Ja, über Amazon SEO, aber... Nein, nicht über Amazon SEO, sondern über Google SEO. Über Google SEO, aber innerhalb von 6 Monaten ist das schon... Es sind 35.000 schon relativ viel. Ja, aber wir haben 300-400 am Tag. Wir haben auch teilweise Facebook-Werbung draußen. Also nicht Facebook-Gruppen, sondern Facebook-Werbung. So haben wir am Anfang gestartet, weil das SEO ja ein bisschen gedauert hat, bis es erstmal da war. Und jetzt leben wir rein von unserem SEO. Sortiert ihr schwarze Schafe auch wieder aus? Weil ich habe gehört, dass Amazon beispielsweise Accounts, also ganz normale Amazon-Accounts schließt oder die verwarnt, wenn die entsprechend halt immer nur 5-Sterne-Bewertungen geben oder eben sich eben auf Facebook-Gruppen tummeln. Also da haben wir einen eigenen Mitarbeiter dafür, der sich nur um das Thema schwarze Schafe kümmert, weil das auch für uns ein Thema ist, aber mehr eigentlich für euch. Wir brauchen keinen, die 2 oder 3 Amazon-Accounts haben. Wir brauchen niemanden, wo die Mutter, die Oma, der Vater, die Schwester dann noch einen Account aufmacht und alles kommt aus der gleichen Familie raus. Das wollen wir alles nicht haben. Wir wollen in an und für sich einen organisch gewachsenen alten Account haben, der sich ein bisschen was dazu verdienen möchte, in Anführungsstrichen, indem er die Produkte, die er wünscht, kostenlos bekommt. Ich habe mal eine ganz andere Frage und zwar, wie ich das steuerlich den Test behandle. Sag mal, ich habe jetzt einen neuen Account und verschenke die Produkte, dann schicke ich eine Rechnung und dann mache ich eine Gutschrift und dann habe ich erstmal nur 300 verschenkte Produkte in dem Account drin oder wie? Nee, also im Account hast du 300 verkaufte Produkte drin. 300 verkaufte, du hast dann uns verkauft.
Ich verkaufe die quasi nicht selbst, ich verkaufe die an euch und dann, das habe ich noch nicht. In deinem Amazon-Account hast du 300 verschiedene Verkäufe drin an 300 verschiedene Käufer. Es ist völlig normal. Steuerrechtlich hast du 300 an uns verkauft. Ja, und die Rückerstattung macht auch ihr dann steuerrechtlich? Oder? Die Rückerstattung, die machen wir, ja. Ich habe die Klangschale schon zweimal bimmeln hören. Ich würde sagen, letzte Frage, bevor hier der nächste kommt. Servus. Stell ich noch eine Frage? Ich habe noch eine. Die Rezensionen, es ist nicht legal, erstmal so vorweg für mich, ich würde es nicht tun. Die Frage ist mich, wie... Ja, ich komme auch aus der SEO-Bereich und ich weiß, wie viele Benaldis ich hinter mir habe und das Echo kommt irgendwann immer. Ich versuche, den ehrlichen Weg zu gehen. Ich glaube aber, wenn man ein Produkt kurz relauncht und sagt, hey, das verkaufe ich 2 Monate und mache dann einen neuen Account auf, funktioniert es definitiv, wäre ich der Meinung. Aber was mich interessiert, wie trackt ihr das? Der Kunde, der das Produkt jetzt einkauft, schreibt die Rezension. Wie kommt ihr daran? Weil die Rezensionen sind ja nicht nach irgendeiner... Ihr habt keinen Zugriff auf diese Rezension direkt, also ihr könnt nicht wissen, wer es war. Wie erstattet ihr das? Gibt es eine Möglichkeit? Unsere Crawler greifen darauf zu. Wir haben den Stand da drüben, ich zeige es dir gleich in live, wenn du es sehen möchtest. Ja, interessiert mich. Ansonsten, das Wort zum Sonntag war das vielleicht. Natürlich hat jeder seine Entscheidung hier selber zu treffen, sage ich einfach mal so. Ich bin der Meinung, mit SEO alleine wird es nicht funktionieren. Ich glaube, dass wenn ich ein Top-Produkt habe, dafür ist einfach das Wettbewerbsumfeld zu hart, dass es nicht funktioniert, ohne Bewertungen und ohne Sales, die von extern nachgeholfen werden. Trotzdem sage ich immer, Hut ab von jedem, der es anders macht, weil sowas muss es auch geben. Mein Weg wäre es nicht, weil ich bin jetzt 52, ich habe jetzt nicht mehr so lange. Ich wollte schon noch mal ein bisschen Geld verdienen. Der eine oder andere ist jung, der möchte auch Geld verdienen. Wir sind die schwarze Piste, wenn es den Berg runter geht. Jeder kann auch die blaue nehmen, aber der kommt später unten an. Ja, ich danke erstmal.